Hallo und herzlich willkommen, liebe Minecraft Tech It Classic Together Freunde. So ein langer Satz. Wir waren gerade dabei, die Farm zu vermessen und wir werden die jetzt einfach mal bauen. Wie messen wir die wohl am besten aus? Die wird ein bisschen größer, so wie es scheint. Ich mache einfach mal 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, na, boah. Ich glaube, ich habe eine Idee. So, das ist Wand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann müssen wir das. Dann sind das hier jetzt halt die zwei, so 5x5 Parzellen quasi, die dann nach hinten gehen. Dann kommt hier so 1, 2, 3, würde ich mal sagen. Hier wird hingeschwemmt und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Wow! Ich bin begeistert von mir. So, das hier wird jetzt Farmland im Prinzip und das hier muss noch weg. Alles weg! Tötet es. Ich habe nur den Eingang gesehen und da habe ich mir schon gedacht, dass hier sowas in der Art ist. Aber dass es hier ist, schon so nah, dass wir uns da direkt reinbauen, das hatte ich nicht erwartet. So ein Mist, ey. So ein blödsinniger Mist. Und ich hatte ja gesagt, ich komme auf was Wichtiges zu sprechen, oder für mich ist es was Wichtiges, denn ich habe quasi mir eine weitere Herausforderung gestellt. Videos mit höherer Qualität zu produzieren. Inwiefern mir das gelingt, muss man dann wohl im Nachhinein sagen. Und ich habe mir auch gesagt, dass ich das nicht auf diesem Kanal mache, sondern auf einem anderen Kanal, auf einem Zweitkanal. Jetzt komm ja hier. Dort geht es hauptsächlich so um Hardware-Sachen. Also falls ihr euch einen neuen PC zusammenstellen könnt, die meisten werden sich da ja relativ gut auskennen und ich habe mich da halt schon so ziemlich lange mit beschäftigt und da habe ich mir gesagt, warum nicht ja, das Ganze mit anderen teilen, dieses Wissen quasi, und das an die weitergeben. Denn ich habe es auch hauptsächlich so über YouTube erfahren quasi. Hä? Buggy. Funny and Buggy. So, ach so, ah Mist, wieso? Das sollte ich doch gar nicht machen. So, jetzt geht's los. Und auf diesem Kanal, ja, so Hardware. Was war das eben für ein Geräusch? Alter, ich habe gerade echt. Zusammengezuckt. Das klang nicht gesund. Jo, also Hardware-Sachen, Software-Sachen auch so ein bisschen. Ist gerade im Aufbau. Jemand macht mir das Intro. Sehr lieb von dem und. Haben uns mal zusammengesetzt. Den werde ich euch natürlich auch bald noch vorstellen. Derjenige, der das Intro gemacht hat. Ich brauche Holz. Und ja, schauen wir einfach mal, würde ich sagen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Es wird noch eine Weile dauern, aber ich habe euch den hier mal verlinkt. Es wird noch eine Weile dauern, wie gesagt, bis der die Form erreicht hat, dass man ihn wirklich ja, als Kanal benennen kann, sage ich jetzt mal. Das Ganze hat dann auch den Vorteil auf diesem Kanal, da ich dort alle Videos halt zu 100% selber produzieren werde. Ich werde keine copyright-geschützten Bilder oder sowas zeigen. Das werde ich alles selber machen. Und deshalb kann ich da auch alle Videos monetarisieren. Und auf diesem Kanal habe ich nur ein paar kleinere Videos monetarisiert. Und an der Stelle möchte ich mal anmerken, das gilt nicht nur für mich, sondern für alle Leute, alle YouTuber, die sich Mühe mit ihren Videos geben, ob groß oder klein, die meisten wollen etwas mit diesem Hobby verdienen. Und es ist nicht viel, was man damit verdienen kann überhaupt. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr die so gut wie es geht unterstützt. Heißt, macht alles aus, was die Werbung vielleicht blockt, Adblocker oder sowas, alles ausschalten, das ist nicht gut. Damit unterstützt ihr den YouTuber kein bisschen. Wartet einfach die 5 Sekunden, überspringt die Werbung dann oder klickt die Werbung einfach weg, falls es so eine kleine unten ist, die da kommt. So ein Banner, das
stört doch im Prinzip gar nicht so sehr. Weil, ja, das ist im Prinzip so, als würdet ihr halt quasi ein Musikvideo machen, jetzt nur mal so als Beispiel, und würdet dafür kein Geld kriegen. Ich mache keine Musikvideos, aber viele Leute machen das. Und auch Let's Plays bedeuten viel Arbeit. Was ich auch sagen möchte, ist, die meisten können ihre Let's Plays halt nicht monetarisieren. So, also sie könnten schon, aber sie sollten nicht. Ich mache es zumindest nicht, weil ich ja die Rechte an diesem Spiel nicht besitze. Und ja, die Chance, verklagt zu werden, sage ich jetzt mal, die ist klein. Aber sie besteht und ich möchte quasi mit gutem Beispiel da vorangehen. Und deshalb, ja, wollte ich das nur kurz als Appell an euch richten quasi. Adblocker aus, das hilft allen Beteiligten. Im Zweifelsfall ist die Werbung lästig, aber ihr habt auf jeden Fall jemandem damit geholfen. Creeper? Achso, der steht da hinten. Ich dachte gerade, der kommt auf mich zu, ey. Panik pur. So. Jetzt sind wir die Themen ausgegangen. Wie gesagt, unterstützt einfach alle ein bisschen. Adblogger aus oder was auch immer es da noch für Programme gibt oder so. Das ist nicht lieb. Überhaupt nicht ist das lieb. Das hier soll halt so ein kleiner Raum werden, hier vorne gerade mal. Nee. Obwohl. Genau so mache ich das. So. Ich habe meine Meinung geändert. Wir werden das Ganze noch ein klein wenig anders basteln. Ups, eins zu weit. Ich finde, sonst passt das einfach nicht zum Stil hier dazu, quasi. Ja, okay, das Ding müsste eigentlich noch weg, aber ich lasse es jetzt erstmal hier so. Wir müssen uns auch mal eine neue Schaufel holen erstmal. Heißt auch zurück. Da können wir uns nämlich gleich eine Rubinschaufel machen oder irgendwie sowas in der Art. Ich muss mal eben nachdenken. Der letzte Part ging ungefähr 16 Minuten. Jetzt sind wir bei eine Gesamtaufnahme von 25 Minuten. Wir haben noch kurz. Rubin. Oder was auch immer, irgendwas, komm her. Wir machen uns jetzt zwei Emerald-Schaufeln. Haben wir noch? Ja, wir haben noch. Noch genug sogar. So. Bam. Nein, hier Rubin. Das da wollte ich machen. Spinne! Ich würde gerne mal so eine Statistik sehen, wie viele Leben man in seiner gesamten Minecraft-Welt schon abgezogen bekommen hat oder halt anderen abgezogen hat. Das finde ich eigentlich mal echt interessant. Das gibt es doch mittlerweile so in der 1.8.3 oder so, dass es da so coole Statistiken gibt, die du dir angucken kannst. Also, ich mache jetzt nämlich Folgendes. Hier kommt dieser kleine Raum hin. Ja, ich weiß, ich hätte das jetzt auch mit der Schaufel machen können, aber ich hatte gerade das in der Hand und habt ihr das auch gesehen hier eben? Hier waren gerade Augen. Hier direkt vor mir, als wäre die Spinne hier gestanden. Hero Brian! Oh mein Gott, war das creepy, ey. Das war echt creepy. Creepy. Wir hätten noch einen Wassereimer mitbringen sollen. War mir eigentlich klar, dass wir die in diesem Part nicht fertig kriegen, aber wir haben eine gute Vorlage geleistet. Oh, ich dachte schon, hier steht gleich ein Creeper vor meinem Haus, aber stand zumindest ein bisschen entfernt. So, haben wir überhaupt Eimer? Wir haben einen Lava-Eimer. Das bringt uns nicht weiter. Skelett. Autsch.
War das das Skelett oder war ich das? Ich habe einen Helm an. Wo habe ich denn den her? Ist der Rest schon kaputt gegangen oder so? Ah, ich war einfach lange nicht in dieser Welt hier. Da sind Zombies bei uns gespawnt. Frevler. Finde ich auch. Das Explodieren steht dir gut, Kumpel. Bäm! Meine Fresse, wir waren noch ein ganzes Stück von entfernt. Wieso explodiert denn der da trotzdem? Komm an Land, dann reden wir weiter. Wenn du es überhaupt schaffst bis hierher. War da nicht irgendwas weiter so? Auf die Tasten kloppen, bis die Tastatur kaputt geht, ey. Level 11. It's Level 11. Ich muss mal eben schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meine ich. 7. 11? 11? Was habe ich denn gerade mit 11? 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn ich den da hier hinsetze. Exakt. Jetzt muss ich hier hinkommen. Ah! Nein! Jetzt habe ich das Wasser weggemacht. Ah, genius. Absolutely genius. Und das Wasser geht natürlich nicht mehr zu. Super. Super. Na, jetzt fließt es nur noch dort runter. Ja, ja. Ja, 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 ja. Oh Gott. Dämliche Idee. Immerhin hat er nichts kaputt gemacht. Das war ja eigentlich mein Sinn. Probieren wir es nochmal. Es fließt hier runter, 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 runter. Aber es fließt da rein. So ein Mist aber auch. So. Also hier die vorderste Reihe muss weg. Hoffe ich mal. Yes. So ist gut, so braucht man es. Ah. Komm her, du. Dann entsteht hier jetzt... Ist mein Holz wieder weg gewesen, ey. Ja, jetzt lasst mich doch meine Fresse hier einfach mal meine Farm bauen. Ganz in Ruhe. Ich bin doch hier auch nur Mensch. Ich kann mich nicht auf 5000 Millionen Sachen gleichzeitig konzentrieren. Was für eine Zahl, ey. Oh, es geht noch weiter. Meine Fresse! Ich hasse es, bei der Arbeit gestört zu werden. So. Hysterische Anfälle aus. Wir sind nämlich auch schon am Ende des Parts. Und deshalb sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Nehmt euch, wie gesagt, das bitte einfach mal zu Herzen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich muss mir mal ein gescheites Outro einfallen lassen. Das ist doch, ja, egal.